Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart. Ich begrüße unseren Trainer Lucien Favre und bitte um Ihre Fragen. Ja, ich sehe jetzt gerade keine Namen, ehrlich gesagt, aber wir nehmen Sebastian Wessling, den kann ich erkennen. Ja, hallo Herr Favre. Hallo. Die Frage, die sich natürlich jetzt aufdrängt, so kurz nach dem Spiel, haben Sie schon eine Erklärung, wie das so passieren konnte, wie es passiert ist? Ja, schwer zu richtig analysieren, aber wir waren nicht gut bei Balleroberung für mich. Es war zu einfach für Stuttgart zu spielen, zu dribbeln. Und die erste Halbzeit war schwer für uns. Ob wir 1-1 machen in der ersten Halbzeit, wir konnten zufrieden sein, in der Kabine mit 1-1 zu gehen. Und natürlich, wir kriegen dieses unnötiges Tor in der zweiten Halbzeit am Anfang an, 2-1. Wir verlieren einen Ball. Wir haben viel Risiko hier genommen, na klar. Und nachher, es war schwer, muss ich sagen. Wir haben ja ungeduldig gespielt nachher und sie haben profitiert davon und kontern, wo sie sind, brandgefährlich. Aber bei Balleroberung insgesamt, wir waren nicht gut. Patrick Berger von Sport 1. Herr Fahrer, wie erklären Sie sich denn generell die vielen Patzer oder die Einbrüche, sage ich mal, nach der Flutleistung in dieser Saison? War jetzt ein bisschen häufiger auch 0-2 gegen Augsburg, 1-2 gegen Köln, 1-1 gegen Frankfurt jetzt heute. Haben Sie dafür eine Erklärung, dass das so oft passiert? Ja, es ist die anderen Spiele haben wir schon analysiert, aber ich würde nicht Stuttgart mit Augsburg und Köln vergleichen. Heute es war überhaupt nicht gut. Es war, man muss sagen, eine Katastrophe in die Zweikämpfe, in die Balleroberung. Und deshalb war Stuttgart auch gut. Auch. Wir waren nicht gut und Stuttgart war gut. Markus Bark. Der Ball verloren ging, sondern die Stuttgarter kamen auch unheimlich oft im Strafraum zum Abschluss. Welche ja. Erklärung haben Sie dafür? Ja, deshalb habe ich gesagt, bei Balleroberung waren wir nicht gut. Ich spreche von der Mannschaft insgesamt. Wir waren nicht gut. Es war zu einfach, zu leicht, in unseren Strafraum mit dem Ball zu kommen, mit dem Ball am Fuß. Sebastian Kolzberger. Herr Favre, Youssoufa Moukoko saß heute 85 Minuten auf der Bank. Stattdessen haben Sie dann Renier reingebracht. Warum tun Sie sich so schwer, den Jungen auch mal von Beginn an spielen zu lassen? Schließlich konnte man ja auch in den letzten Spielen erkennen, dass das sowohl mit Marco Reus, Thorgan Hazard, Julian Brandt in der Spitze nicht so gut funktioniert. Zumal sich die Spieler ja auch selber nicht so wohl fühlen vorne als Spitze. Ja, das ist so, er hat mehrmals gespielt bis jetzt und wir werden weiter so im peu à peu bringen. Ja, ich habe keine Erklärung. Ich denke, Renier kann das auch machen. Wir haben ihn genommen auch für diese Position und deshalb will ich mich für Renier entscheiden. Es gibt eine Nachfrage. Das ist ja. Entschuldigung. Aber also wenn man das jetzt aus den letzten Spielen betrachtet, hat ja Youssoufa immer, wenn er reinkam, ordentlich Tempo ins Spiel gebracht. Warum ist er keine Option, von Beginn an zu spielen, um vielleicht direkt von vornherein mit dem Tempo von dem Jungen mitgehen zu können? Ja, wir haben nicht gesagt, er ist keine Option, aber es sind momentan mehrere Optionen, trotz Erling Haaland ja, abwesend und wir werden sehen, aber er muss nicht Druck machen an ihm oder so. 16, er muss noch viel lernen und wir müssen aufpassen.
Tobias Jürgen. Herr Favre, Sie haben es gerade angedeutet, die erste Halbzeit war schon nicht gut, da war das 1:1 eigentlich noch das Beste am Spiel. Was haben Sie Ihrer Mannschaft in der Halbzeit gesagt und haben Sie den Eindruck, dass die Spieler Ihnen zugehört haben? Ja, es war schon nicht gut in der ersten Halbzeit, war nicht Katastrophe. In der ersten Halbzeit war auch nicht gut, richtig. Klar, sie haben zu viele Möglichkeiten, in unseren Strafraum mit dem Ball zu kommen. Sie haben mehrere Torchancen. Wir machen zum Glück ein super Tor, 1-1 von Rena. Und nachher, wir gehen in die Kabine mit 1-1. Und ich habe gesagt, ja so, wir müssen das schaffen und besser hier verteidigen. Aber leider, wir kriegen ein sehr unnötiges Tor, einen falschen Moment, muss ich sagen, nach 4 Minuten der zweiten Halbzeit. Nicht viel, das hat uns ein wenig wehgetan, können wir sagen. Ja. Und, aber das ist kein Grund, nachher und ungeduldig nach vorne zu spielen und kontern kriegen, wie sie das gemacht haben. Wir haben ungeduldig gespielt, viele Bälle vorne, zu viel für nichts verloren. Und sie haben profitiert von diesen Fehlern und gut gekontert. Oliver Mucha vom Sportinformationsdienst. Ja, Herr Favre, Ihre Mannschaft wirkt aufgrund der hohen Belastung auch etwas müde. Jetzt warten am Dienstag und Freitag noch 2 schwere Auswärtsspiele. Was müssen Sie machen, damit die Mannschaft nicht noch weiter an Boden verliert? Ja, wir müssen nach dieser Niederlage natürlich zusammen ein wenig sprechen, weil es ist nötig, dass wir das Spiel auch analysieren. Und wie gesagt, wir waren Präsenz wir waren nicht gut bei Balleroberung. Und das meint alles. Und wir müssen bei Balleroberung sehr gut sein, sonst du musst den Zweikampf gewinnen und nachher geht es automatisch besser. Sebastian Kolzberger. Es wurde ja vorhin schon angesprochen, dass die Mannschaft immer mal wieder Aussetzer hat. Jetzt in dieser Saison sind schon 3 Niederlagen. Im schlimmsten Fall könnte der Vorsprung der beiden auf 7 Punkte anwachsen. Ist die Qualität einfach nicht da, um konstant um den Titel mitspielen zu können? Ja, noch einmal, wir wollen nicht von Bayern, es ist nicht ein Moment, darüber zu sprechen. Wir haben sind noch andere Mannschaften, die sind gut in Deutschland, aber über Bayern wollen wir nicht sprechen. Wir müssen uns auf, was wir korrigieren müssen, konzentrieren und nur das. Und wir müssen jetzt so schnell wie möglich reagieren, weil wir haben auch noch 2 Spiele in der Meisterschaft und 1 im Pokal. Wir müssen schon das nächste Spiel ein Zeichen zeigen. Sebastian Wessling. Herr Barber, vor allem in der ersten Halbzeit sah es von hier oben so aus, als würden auch einige Spieler sich einfach nicht an die Positionen halten, die im System für sie vorgesehen waren. Oder würden die sehr, sehr interpretieren und dadurch große Lücken reißen. Stimmt dieser Eindruck oder habe ich das falsch gesehen? Ich habe den Eindruck gehabt, sehr schnell, dass sie sehr gefährlich waren und wir waren, ich wiederhole, wir waren nicht gut zusammen, den Ball zu erobern, hoch oder im Mittelfeld und so weiter. Und es war zu einfach. Sie haben schon 3-4 große Torchancen in der ersten Halbzeit. Konnten allein in einen Dribbling in der Strafraum gehen. Es war zu einfach. Patrick Berger. Herr Favre, Emre Can war nach seiner Auswechslung not amused. Hat man bei Sky gesehen, dass er eine Flasche in die Ecke geschmissen hat. Haben Sie da mit ihm schon mal drüber gesprochen? Ist das aufgrund seiner eigenen Leistung vielleicht sogar gewesen? Nein, ist vor allem auch, weil er hat eine gelbe Karte gehabt. Und nach dem 2-1 habe ich mich entschieden, mit 4-Rakete zu spielen. Und das ist der Grund.
Die letzten beiden Fragen, die erste von Tobias Jören und dann Matthias Dersch vom Kicker. Herr Favre, ich verstehe und teile auch Ihre Kritik an der schlechten Balleroberung, auch am schlechten eigenen Passspiel, an den vielen Fehlern, aber nun gehört ja zum Fußball vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu, als nur die reine fußballerische Qualität. Ihr Kollege Matarazzo hat eben die Geschlossenheit, die Einheitlichkeit seiner Mannschaft gelobt. Hatten Sie den Eindruck, dass beim BVB heute auch eine Mannschaft auf dem Platz stand? Und die Frage, die sich daran anschließt, ist, die Mannschaft war ja gebannt nach den Rückschlägen gegen Köln und Frankfurt. Wie kann es dann passieren, dass vielleicht auch die Einstellung oder die ganze Herangehensweise heute so schlecht ist, mal unabhängig von den fußballerischen Fehlern? Ja, darüber will ich nicht sprechen. Ich bestätige, es hat gefehlt. Wir müssen gut bei Balleroberung sein. Balleroberung ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und es war nicht der Fall. Matthias Dersch. Also meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Sie haben die Ungeduld angesprochen, dann nach dem 1:2. Sie hatten heute einige erfahrene Spieler auf dem Feld. Marco Reus, Axel Witzel, Mats Hummels. Wünschen Sie sich in Phasen wie heute, wo es dann in der 60. Minute doch in Richtung Auflösung ging bei Ihrer Mannschaft, dann mehr Führung von genau diesen Spielern? Nein, ich... Manchmal, ich würde sagen, wir verlieren Bälle. Es ist unnötig, etwas konkret zu machen, eine Gefahr zu bringen. Und wir probieren trotzdem, den Ball zu geben. Und es ist, wir sind sehr hoch und wir verlieren den Ball und nachher wir kriegen Konter. Und man muss die Geduld haben. Hey, komm zurück, spiel zurück, gehen wir auf der anderen Seite und so weiter, statt den Ball zu verlieren. Vielen Dank für das Interesse an der Pressekonferenz. Bis bald. Tschüss.